Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Python. Heute wollen wir noch ein bisschen mehr mit Hashing machen und zwar wollen wir heute den HMAC bilden. Der HMAC ist ein sogenannter Keyed Hash. Das bedeutet, ihr könnt nicht einfach sagen, hey, ich benutze jetzt hier diese Hash-Funktion und das wird dann bei rausgegeben, sondern wir können hier noch einen sozusagen geheimen Schlüssel reinstecken. Und das ist natürlich sehr, sehr nützlich, wenn man irgendwie Kryptographie betreiben möchte, eine Hash-Funktion mit einem Schlüssel zu versehen. Das Ganze ist allerdings ein bisschen komplizierter, als man sich jetzt vorstellen würde. Man kann hier einfach hinten dran den Schlüssel hängen, das heißt, mein Schlüssel sozusagen hier reinstecken. Nein, das sollte man möglichst vermeiden. Da gibt es Angriffe drauf. Will ich jetzt nicht genau weiter drauf eingehen. Was wichtig ist, ist, ihr benutzt einfach den HMAC. Ist sowieso viel einfacher und viel, viel angenehmer. Denn da könnt ihr auch noch von Hand unterscheiden, das ist mein Schlüssel und das ist mein normaler String. Und dazu benutzen wir jetzt einfach das sogenannte Modul HMAC. Dass ihr unter Umständen mit pip installieren müsst, je nachdem welche Python-Version ihr habt, einfach pip install hmac eingeben, dann sollte das installiert werden, aber im Normalfall ist es schon vorinstalliert. Vorsicht, der Standardalgorithmus für hmac ist MD5, also furchtbar und schlecht, den solltet ihr auf keinen Fall benutzen, aber ihr könnt natürlich hier auch einfach jeden Algorithmus, der von der Hashlib verwendet wird, benutzen und dort eingeben. Das heißt, absolut kein Problem. Jetzt wollen wir uns erstmal einen neuen Algorithmus generieren, also sozusagen den Macher, das Objekt, mit dem ihr später das Ganze generieren könnt. Und dazu sagen wir einfach nicht mehr hashlib.new, sondern wir sagen hmac.new. So, und hier kommt erstmal der Secret Key rein, das heißt, ich schreibe hier das rein. Dann kommt die Nachricht. Die Nachricht ist erstmal leer, weil wir erstmal später die Nachricht setzen wollen. Wenn ihr zum Beispiel drüber iteriert, könnt ihr einfach jedes Mal hier diesen wieder benutzen, ohne ihn über New zu erstellen. Das spart euch Laufzeit, indem ihr einfach nur die Nachricht updatet, aber den Schlüssel hier vorne und den Algorithmus hier hinten gleich lasst. Wie gesagt, das spart euch Leistung. So, und dann sagen wir, wir wollen einen Algorithmus aus Hashlib haben. Deswegen müssen wir auch Hashlib importieren übrigens. Und hier können wir uns aussuchen, was wir gerne haben wollen. Und ihr seht es hier, die Dinger sind alle als Konstanten irgendwie festgehalten. In meinem Fall möchte ich jetzt eigentlich Shade 3 512 haben. Das ist einer der sichersten Algorithmen heutzutage und zudem noch ein ziemlich, ziemlich schneller. So, und mit diesem Schlüssel jetzt ist der Hash, der rauskommt, trotzdem eindeutig. Aber man kann, wenn man diesen Schlüssel hier nicht hat, den Hashwert nicht mehr rausfinden. Das heißt, selbst wenn ihr das hier habt, also sagen wir mal, ihr wisst, dass ich ASDF 1234 verschickt habe, dann wisst ihr natürlich bei einem normalen Hashwert auch, dass genau das hier rauskommt. Aber wenn ich jetzt den Schlüssel hier noch mit benutze, dann wisst ihr plötzlich nicht mehr, was rauskommt. Das ist natürlich der unglaubliche Vorteil jetzt, dass es niemand weiß, außer demjenigen, der diesen Schlüssel auch kennt. Und wenn ihr den Schlüssel zum Beispiel einem Freund schickt, dann kann der natürlich denselben Hashwert auch wieder bilden. So, und ja, jetzt ist es eigentlich relativ simpel. Wir machen hier genau das wieder. Wir sagen h.update, dann stecken wir hier die Nachricht rein und mit h.hexdigest kriegen wir dann am Ende auch wieder genau diesen, ich habe es vergessen. Natürlich müssen wir das Ganze wieder in Byte-Form angeben. Das heißt, hier muss ein Byte rein und hier muss natürlich auch wieder ein Byte rein. Ist ein typischer Fehler, dass man das einfach vergisst, aber ihr wollt natürlich auch in der Lage sein, dass ihr hier komplette Dateien oder andere Objekte, also ihr könnt wirklich komplette Python-Objekte hier mit HMAC auch wieder verschlüsseln und hashen. Und ja, jetzt kriegen wir hier einfach wieder genau das raus. Und wenn ich jetzt hier auch nur einen Buchstaben ändere, ist das ganze Ding komplett anders. Das heißt, man hat absolut keine Ahnung, was das ist und was das ist, wenn man, selbst wenn man den Algorithmus kennt, man weiß absolut nicht, was jetzt hier reingesteckt wurde. So, und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, mehr machen wollt, also ihr wollt zum Beispiel in einer Vorschleife oder sowas durch eine Datei loopen, könnt ihr das natürlich auch jederzeit machen. Dann sagt ihr hier einfach h.update, neue Nachricht. So, und dann sagt ihr hier wieder h.hexdigest und ihr kriegt einfach den neuen Hashwert raus. Das heißt, ihr könnt das ganze Ding einfach sozusagen loopen, ihr könnt eine Datei benutzen, ihr könnt alles Mögliche damit machen. Je nachdem, wie viel oder je nachdem, was ihr auch vorhabt. Das ist der HMAC und eigentlich ziemlich simpel und ihr solltet wirklich das ganze Ding nicht selber implementieren. Da gibt es so viel, was man falsch machen kann. Man kann sogar Timing-Attacks oder sowas dagegen führen. All das in meiner IT-Sicherheits- und in der Kryptographie-Playlist ein bisschen detaillierter beschrieben.
Auch wie die Formel für den HMAC eigentlich ist. Aber ja, von meiner Seite war es das für Python schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.